Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern, hier ist wieder Marita aus der Schulkindbetreuung in Wedel. Heute habe ich eine ganz schöne Idee für euch, denn wir haben Sonnenschein draußen, es wird schön warm zum Teil und manche von euch haben ganz bestimmt schon gegrillt. Und dazu habe ich eine Idee, wie ihr zum Beispiel Kräuterbutter selber machen könnt. Was braucht ihr dafür? Also, ihr braucht auf jeden Fall frische Sahne. Wichtig ist, dass die Sahne frisch ist, keine haltbare Sahne. Also ein so, wie viel sind das hier? 330 Gramm frische Sahne, mehr braucht ihr nicht. Dann braucht ihr zum Beispiel frische Petersilie oder frischen Schnittlauch. Und wenn das alles gar nicht vorhanden ist, versucht es auch gerne mit getrockneten Salatkräutern. Das geht auch. Dann braucht ihr natürlich auch Kräutersalz und ein frisches oder ein schönes, sauberes Glas, in dem wir jetzt die Sahne zu Kräuterbutter machen. Also, ihr füllt das Glas mit der frischen Sahne. Und bitte nicht ganz voll, also diese Menge hier, die reicht eigentlich schon. Da rein kommt ein bisschen Petersilie, frisch geschnitten. Dann, wer möchte, etwas Schnittlauch, das liebe ich besonders. Ich mische einfach nochmal ein bisschen getrocknete Kräuter mit hinein. Und was auch nicht fehlen darf, ist das Kräutersalz. Da achtet ihr bitte drauf, dass es erstmal nicht zu viel wird, weil salzen könnt ihr später immer noch nachreichen. Oder Salz. Das muss jetzt richtig zugehen. Und da achtet ihr bitte drauf, dass das Glas auch wirklich gut verschlossen ist. Denn sonst habt ihr die Sahne überall auf den Möbeln verstreut. Und jetzt dürft ihr eure Kräfte beweisen. Schütteln, schütteln, schütteln. Das dauert ungefähr, je nachdem wie kräftig ihr schüttelt, so, ich schätze mal so 7 bis 10 Minuten. Ihr könnt dazwischen auch immer mal schauen, wie sieht das denn schon im Glas aus. Aber jetzt ist das noch etwas zu früh, denn es hat sich überhaupt noch nichts gefestigt. Also schütteln, schütteln, schütteln. Und ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet und zeige euch dann auch schon mal, wie das dann aussehen kann nach so 2-3 Minuten. Also, ich habe hier ein Glas vorbereitet, da habe ich eben schon mal ein paar Minuten geschüttelt. Und ihr seht, das ist ganz cremig geworden. Aber es ist noch keine Kräuterbutter. Das heißt, ich muss hier genauso weiter schütteln. Aber wenn es schon cremig geworden ist, ist das schon ein guter Weg. Und ihr merkt irgendwann, dass in dem Glas sich ein Klumpen bildet. Und dieser Klumpen, das ist dann schon die Vorstufe von der Kräuterbutter. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das dann aussieht. Das habe ich in einem anderen Glas gemacht. Und ihr seht, da ist schon ein Klumpen und es ist sogar auch Flüssigkeit drin. Und diese Flüssigkeit, die gieße ich jetzt ab in eine Tasse und passe auf, dass der Klumpen schön im Glas bleibt. Was ihr jetzt dann abgegossen habt oder was ich abgegossen habe in diese Tasse, das ist die Molke. Und die bitte nicht wegschütten. Vielleicht schmeckt die jemand ganz toll, denn das ist was ganz Wertvolles. Also trinken und nicht wegschütten. Jetzt ist der Klumpen aber hier für mich noch nicht fertig, also schüttel ich einfach noch ein bisschen weiter. Und ihr könnt auch schon hören, ne, dass der Butterklumpen sich da drin ganz schön weiterbildet. Ihr dürft natürlich auch mal den Arm wechseln, wenn das dann besser geht. Ihr dürft euch aber auch von anderen schon helfen lassen. So, ich schaue jetzt noch mal nach. Und ihr seht, es hat sich wieder Flüssigkeit gebildet und die gieße ich jetzt auch nochmal ab. Passe aber auf, dass mir nicht die Kräuterbutter da rausschwimmt.
So, schaut mal, jetzt ist da schon so ein schöner Butterklumpen drin. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das dann in den Kühlschrank stellen und noch etwas durchkühlen lassen. Aber ich mache jetzt was ganz anderes. Ich mache mir jetzt ein schönes Baguette damit und werde es gleich schon aufessen. Und werde es mir schmecken lassen. Schaut mal, die ist wunderbar geworden. Eine schöne Kräuterbutter. Und das können alle Kinder nachmachen. Und wer möchte, legt sich noch eine Scheibe Radieschen auf. Und dann ist es ein schönes Brot. Ich hoffe, dass es euch Spaß macht, die Kräuterbutter selbst nachzumachen. Und lasst es euch schmecken. Und vielleicht überrascht ihr eure Eltern oder eure Gäste damit. Alles Liebe, bis dann, tschüss.